Ja, hallo ihr Lieben, dieses Video, was ich jetzt hier gerade präsentiere, das geht an alle Menschen da draußen, nicht nur an ein paar Menschen, sondern an alle Menschen. Und ja, danke, dass ihr jetzt einfach zuschaut. Mein Name ist Markus, ich komme aus Duisburg und ja, einige wissen halt auch, dass ich schon seit langer Zeit Musik mache und ich habe einen Song damals aufgenommen, der heißt Die Schlacht, vor 2,5 Jahren war das und den habe ich bisher noch nicht veröffentlicht, weil ich noch nicht den richtigen Zeitpunkt dafür gefunden habe. Und jetzt, nach 2,5 Jahren, ist dieser Zeitpunkt da und ich möchte euch allen diesen Song Die Schlacht präsentieren und euch dann allen auch erzählen, was mir nach diesem Song, als ich den aufgenommen habe, passiert ist. Und ich wünsche euch allen noch auf diesem Wege auch von ganzem Herzen alles Gute und Liebe für das Jahr 2018. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, die Schlacht. Schickte uns große Propheten, die uns mitteilten, Gott des ganzen Universums anzubeten. Herrscher der Religion wollen seine Stellung einnehmen und schuldige Seelen folgen bis heute ihren Befehlen. Gott, geht es um Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, Frieden. Falsche Menschen verkünden Lüge, führen Kriege. Hinterm Rücken arbeiten sie mit der Politik. Darum wird die Welt immer mehr von ihnen erstickt. Sehe immer mehr Ungerechtigkeit und Leid. Daher beten wir für die ganze Menschheit. Denn es wird Zeit, dass was passiert. Sonst ist die ganze Welt eines Tages vom Bösen infiziert. Es will uns zerstören und kontrollieren, bis jeder den Glauben an den einzig wahren Gott verliert. Viele werden durch die Blendung Satans Glaubens behindert. Gott liebt alle Menschen, keiner kann ihn daran hindern. In der Dorn in eurem Auge. Habt gedacht, uns fehlt der Wille und der Glaube. Durchschauen euren Lug und Rug. Ihr verehrt den Fürst dieser Welt, der Gott verflucht. Verkünde euch die frohe Botschaft wie Gabriel. Kämpft mit ganzer Kraft wie Michael gegen das Böse in der Offenbarung. Ihr werdet untergehen, eure Erlöser Tarnung. Hat euch stark gemacht, doch seid ihr an der Macht. Schloss ein Pakt mit dem Teufel, der am Ende verkackt. Ich rappe für den Frieden, doch ihr liebt den Hass. Folgt Luzifer, doch ihr unterschätzt Gottes Macht. Geht irgendwann unter wie die Hure Babylon. Das verkünde ich jetzt und hier am Mikrofon. Ihr seid voller Hochmut, eure Lügen machen euch reich. Noch seid ihr die Kings bis zum Fall eures falschen Königreichs. Himmlischer Vater, sieh, wie sie deine Kinder hassen, verraten und töten. Wir brauchen dich. Stehe uns bei in diesen Zeiten mit deiner Liebe, die alles neu macht. Lass uns in deinem Licht wandeln. Schütze uns. Wir lieben dich. Wenn man das Böse ans Tageslicht bringt, verliert es seine Macht. Ja, also das war jetzt der Song Die Schlacht. Diesen Song habe ich 2015 im Musikstudio aufgenommen. Das ereignete sich nach einer Leistenbruch-OP. Ich war gerade wieder fit und war da auch gerade dran mit den Arbeiten zu meinem Album Tod geglaubte Leben länger. Ja, und dieser Song kam einfach rein und ich packte ihn aber nicht auf das Album, weil mein Herz mir einfach gesagt hat, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und deswegen habe ich den erstmal noch nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Vor der Leistenbruchoperation möchte ich sagen, war es halt so, dass ich in meinem Zimmer einfach auf die Knie gegangen bin und ich habe einfach zum himmlischen Vater gebetet, sodass er mir meine Sünden vergibt, dass ich seinen Sohn Jesus Christus in mein Herz aufnehme
und habe ihn einfach darum gebeten, dass er mir ein neues Leben schenkt, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt erkannt habe, dass Jesus Christus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist, und habe das dann im Glauben halt getan. Es war ein längerer Weg bis dahin, bis ich zu der Erkenntnis kam. Darauf möchte ich jetzt allerdings nicht jetzt im Detail eingehen, weil es war eine ziemlich lange Reise bis dahin, weil ich damals auch jetzt nicht irgendwie mit Menschen zu tun hatte, die gläubig waren. Ich bin den Weg einfach so alleine mit Gott gegangen, und er führte mich quasi durch, ja, durch die Weltgeschichte, und bis zu dem Zeitpunkt halt, als ich mich dann halt dazu entschied, Jesus Christus in mein Herz aufzunehmen, und ja, wurde dann halt gerettet und hab ein neues Leben durch Gott geschenkt bekommen. Und ja, der Song Die Schlacht, der war einfach so in meinem Herzen drin, und ich wusste, dass ich den aufnehmen muss und auch wollte, so vom Herzen her, um Gott klarzumachen, dass ich auf seiner Seite stehe und dass ich keine Angst mehr habe vor nichts und niemanden. Und ich habe einfach diese Liebe und diesen Frieden von ihm so ganz klar und deutlich gespürt und wahrgenommen, wodurch ich einfach auch gesagt habe, dass ich diese Liebe und diesen Frieden einfach auch nach draußen bringen will und den Menschen auch zeigen will, dass es wirklich einen allmächtigen Gott gibt, der ja wirklich jeden Menschen da draußen liebt. Und ja, der Song Die letzte Schlacht oder Die Schlacht, ja, heißt er, den habe ich dann lange mit mir rumgetragen, und jetzt ist der Zeitpunkt da, um den Song an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich wusste nie so wirklich, wann es sein wird, aber ich spürte letzte Zeit, dass es soweit ist, jetzt gerade zum Anfang des Jahres 2018, um auch alle Menschen damit anzusprechen und auch zu erreichen. Ich möchte euch jetzt auch einfach mal sagen, was mir passierte, ja, nachdem ich den Song aufgenommen habe, weil da auf jeden Fall Dinge passiert sind, die mich ja nicht mehr losgelassen haben. Ja, also die waren auf jeden Fall für mich sehr heftige Momente, sage ich einfach mal, in meinem Leben. Und die haben mein Leben geprägt und haben mich auch im Endeffekt verändert und mich jetzt zu einem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ja, also ich erlebte dann halt solche Dinge wie, ja, da kam halt ein Mann auf mich zu, einfach so ganz plötzlich am Arbeitsplatz, ja, und der meinte dann halt zu mir, ja, ich müsste aufpassen, ja, ich habe das so nicht weiter ernst genommen und habe mir halt gedacht, okay, manche Menschen reden ja schon mal ein bisschen mehr und wissen nicht, was zu sagen, und das kam dann aber halt so öfter vor, dass ich halt von diesem Mann gewarnt wurde, dass ich aufpassen müsste, ohne dass ich mit ihm über diese Dinge gesprochen habe, halt wie jetzt die Schlacht, die ich aufgenommen habe. Ja, also der wusste quasi gar nichts über mein Leben. Ich kannte den so jetzt auch nicht privat, persönlich so jetzt, ja. Deswegen hat es mich auf jeden Fall beschäftigt, warum dann jemand auf mich zukommt und mich warnt, ich müsste aufpassen. Dieser Mann, ja, der tauchte dann auf einmal auch einen Tag vor dem 1. Mai 2015, weiß ich noch ganz genau, tauchte er während meiner Mittagspause auf, an dem Punkt, wo ich halt meine Mittagspause gemacht habe und auch immer geraucht habe, als ich noch geraucht habe. Ich habe mittlerweile aufgehört. Und ja, also das wirklich Unheimliche an der ganzen Sache war, dass da an dem Punkt, wo ich halt auch immer meine Mittagspause dann verbrachte, als ich damals noch geraucht habe, dass auf dem Boden da dreimal die 6, sag ich mal, hingezeichnet wurde. Und das ist eine Zahlenkombination, die für Satan steht. Und ich weiß natürlich nicht, wer das dahin gemalt hat und warum das jemand dahin gemalt hat.
Aber ich habe es halt dann gesehen und ja, war in dem Moment natürlich schon etwas erschrocken, weil ich mir dachte, wer kommt denn auf die Idee, da sowas da einfach hinzumalen, ja. Und es wurde dann richtig interessant, ja, als dann dieser Mann, der mich auch schon öfter halt immer gewarnt hatte, der immer zu mir kam und sagte, ich müsste aufpassen, dass der dann genau an diesem Tag auf mich zukam, sich vor mich stellte und dann zu mir sagte, dass er der Chef wäre und nur er alleine wäre, der Chef von allem. Ich blieb in dem Moment, trotz dieser bedrohlichen Situation, sag ich mal, wie ich sie empfand, blieb ich total ruhig und gelassen und sagte ihm dann auch direkt, dass er nicht mein Chef ist. Er stellte sich dann halt neben mich und guckte mich halt von oben bis unten halt an und schaute mir dann in die Augen und sagte, du fragst dich doch schon die ganze Zeit, wer ich bin. In dem Moment so fing auf einmal mein Herz an zu schlagen. Ich fühlte mich auf einmal dann wirklich sehr bedroht. Und ja, das war wirklich eine ganz krasse Aktion in meinem Leben. So was habe ich in meinem Leben vorher noch nie erlebt. Ich blieb trotzdem einfach da stehen, weiterhin gelassen, auch wenn ich mich bedroht fühlte, denn ich fühlte mich beschützt, weil das Ganze war eine übernatürliche Sache. Mir wurde dann in dem Moment klar, dass ich da in einen geistigen Kampf reingeraten bin, womit ich mich bis dato gar nicht wirklich auskannte, weil ich ja, nichts jetzt großartig mit Menschen zu tun hatte, die auch im Glauben halt leben, die auch glauben, dass Jesus Christus ihr Erlöser und Retter ist. Ich war da zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs. Ja, und dieser Mann, ja, fing dann auch Dinge an auszusprechen, die sehr verwirrend waren. Er sagte dann, ja, die Bundeskanzlerin Merkel wäre seine Tochter. Er liebt alle Päpste, er fing auch an, die Bibel zum Teil zu zitieren, Dinge aus dem Alten Testament und ja, er sagte dann auch, die Juden und das Judentum und alle Menschen an der Klagemauer, das wären die schlimmsten Menschen überhaupt und es war wirklich sehr verwirrend alles, ja, und ich hab mich wirklich nur gefragt, oh, wo bist du jetzt hier reingeraten, ja? Wie kommst du da wieder raus? Ja, ich hab dann einfach zu ihm gesagt, dass ich an Jesus Christus glaube, dass er mein Erlöser und Retter ist und ja, ich auch mich hier in dieser Welt für Liebe und Frieden einsetzen werde, weil es doch im Endeffekt eigentlich nur um Liebe und um Frieden geht, weil alle Menschen möchten Liebe und Frieden haben, überall in der Welt. Und da sagte er dann, ja, Frieden wäre langweilig, er mag den Krieg. Und dann habe ich ihm gesagt, so, dass eines Tages wird auf jeden Fall Gott für Frieden sorgen und dann wird auch der Frieden siegen. Daraufhin machte er noch gotteslästerliche Dinge, also er machte so Jesus Christus am Kreuz so irgendwie nach und ja, sagte dann zu mir, ich hätte ja gar keine Ahnung, wovon ich spreche und ich habe einfach nur gesagt, Gott wird am Ende siegen. Und dann hat er mir den Rücken zugekehrt und ist einfach gegangen und hat kein Wort mehr gesprochen. Ja, das hat mir dann auch wirklich gut getan, weil ich habe mich dann befreit gefühlt und mir ging es einfach besser. Nur ich war natürlich danach, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, sehr angespannt. Ich musste erstmal mich wieder ordnen und die Sachen einfach verstehen. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich das alles noch nicht verstehen. Deswegen sollte das auch alles jetzt 2,5 Jahre dauern, bis ich auch ja diese Geschichte an die Öffentlichkeit eben bringe. Und ja, ich danke euch auch von ganzem Herzen, dass ihr jetzt einfach mal zuhört und ihr die Geschichte einfach von mir mal hört, weil
Ja, ich habe das lange mit mir rumgetragen und das ist auch wirklich auch jetzt in dem Moment eine sehr herausfordernde Sache, darüber zu sprechen, wie ich gerade so merke, weil ich auf diese Art und Weise noch nie in Erscheinung getreten bin, was jetzt auch in Zukunft nicht mehr so passieren wird, weil ich mich dann wieder mehr auf die Musik konzentriere. Ja, ich habe das einfach so alles jetzt in Gottes Hände gelegt und folge da einfach meinem Herzen und bin jetzt einfach glücklich darüber, dass ich jetzt einfach diese Dinge einfach ausspreche, damit einfach auch noch viele Menschen diese Geschichte mal hören. Viele, klar, denken sich jetzt auch, okay, sowas kann man sich ja ausdenken oder das ist einfach so mal eben eine Geschichte, die man halt so nach draußen bringt, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder so. Aber das ist nicht meine Intention. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich mache das wirklich so für Gott und für die Menschen da draußen, weil, ja, ich habe da irgendwie nichts von, wenn ich mich jetzt hier im Mittelpunkt stelle, um einfach eine Geschichte zu erzählen, die nicht wahr ist. Und ich sage wirklich die Wahrheit, das kann ich einfach so sagen, weil das wirklich passiert ist. Ja, und was ich auch noch sagen möchte an der Stelle ist, dass ich mit diesem Mann, der da auf mich zukam und da in so einer Art und Weise auftrat, ja, ich kannte den nicht wirklich so persönlich, ja, ich weiß auch, dass er definitiv nicht wusste, in welcher Situation ich gerade bin, ja, in Bezug auf mein Leben halt mit Gott und ja, darum war es für mich halt alles noch schwieriger zu verstehen, weil ich mich fragte, wie kann er denn jetzt so auf mich zukommen und so auftreten, so bedrohlich auch auftreten, weil ich mich mit ihm vorher überhaupt noch nie über das Thema Glauben unterhalten habe. Ja, und wie gesagt, es war ein harter Tag. Ich weiß auch noch, ich fuhr damals zu meinen Eltern und sprach mit ihnen darüber. Und ja, die wussten natürlich auch nichts damit anzufangen. Die sagten dann, ja, es gibt ja immer wieder verrückte Leute, aber ich habe eben halt gemerkt, dass das alles ein bisschen anders war, als nur ein bisschen verrückt. Und ja, ich musste dann einfach so damit klarkommen und ich dachte mir dann an dem Abend, okay, gehen wir jetzt einfach zur Tanz in den Mai-Party. Und ja, dann bin ich eben zu dieser Tanz in den Mai-Party gegangen und ja, hab da halt meine Freunde, Kollegen getroffen, hab mit denen natürlich nicht darüber gesprochen. Ja, weil bei so einem Thema bin ich ganz ehrlich, da muss man natürlich auch aufpassen, was man da zu wem sagt, weil das kann alles ganz schnell ja ins Lächerliche gezogen werden und alles auch falsch verstanden werden. Und ja, ich hab das einfach so dann halt mit mir rumgetragen, weil ich eben wusste, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht richtig wäre, darüber zu sprechen. An diesem Abend ja, kam ich auch ins Gespräch mit einer jungen Frau. Ja, wir redeten einfach so über Gott und die Welt, über das Thema halt so Frieden und so. Und ja, ich habe halt gesagt, so ich mache auch Musik für den Frieden und habe ihr dann auch, glaube ich, irgendwie einen Flyer gegeben oder eine CD, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her. Und sie meinte dann halt am Ende zu mir, ich bräuchte vor niemandem mehr auf die Knie gehen und sie ging vor mir auf die Knie. Das war total abgefahren irgendwie. Ich habe das überhaupt gar nicht wirklich verstanden, was das sollte. Ich habe am nächsten Tag aber direkt so schon verstanden, in welche Richtung das halt ging. Man wollte mich einfach so von dem Glauben irgendwie wegbringen und ich ging dann halt im Gebet halt vor Gott auf die Knie und sagte ihm so, dass jetzt egal was auch kommt, mich keiner mehr von ihm trennen kann. Und weil ich einfach spürte, da war irgendwie eine Kraft, die wollte mich von Gott trennen, aber ich habe einfach vom Herzen her gespürt, ja, dass es jetzt richtig ist für mich einfach ja, diesen Weg weiterzugehen, ne? Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, so, dass Gott
jemand ist, der geht mit jedem Menschen so seinen eigenen Weg auch. Also nicht jeder hat genau den gleichen Weg. Das, was ich jetzt gerade hier erzähle, ja, das hat nicht jeder irgendwie so erlebt. Und das möchte ich auch klar weitergeben. Nicht, dass dann manche denken, wenn man Jesus Christus in sein Herz aufnimmt, dass einem dann genau solche Sachen passieren. Ich rede jetzt nur davon, was mir passiert ist, weil es mir einfach so wichtig ist, das weiterzugeben an euch alle, an alle Menschen. Ja, und deswegen sitze ich halt hier. Und ja, das ist mir halt, wie gesagt, passiert. Ich bin dann auf jeden Fall darauf die Tage zu neuen Kräften gekommen. So, mir ging es richtig gut. Ich fühlte mich so stark wie noch nie. Ja, und ich wurde dann auf einmal erfüllt von einer Liebe und einem Frieden, den ich zuvor noch nie gespürt habe. Also der war stark, der war so stark, dieser Frieden und diese Liebe, dass ich einfach wirklich sagen kann, dass diese Liebe und dieser Frieden einfach nicht von dieser Welt ist. Und das war einfach wunderbar und ich fühlte mich so stark wie noch nie. Und ich lag nach Feierabend auch mal auf der Couch und schloss die Augen und auf einmal bekam ich so eine Vision, nenne ich es einfach, ja, einfach Bilder, die mir durch den Kopf gingen, und ich sah einfach ein helles goldenes Licht. Danach sah ich zwei Bäume, den Baum der Erkenntnis, den Baum des Lebens. Danach wurde es einfach dunkler, die Bilder wurden dunkler. Danach sah ich einen goldenen Kelch. Dadurch wurden die Bilder wieder heller. Und ja, das soll halt, das sollte darauf hinweisen, dass Jesus hier in die Welt kam. Ja, er ist ja für uns hier in die Welt gekommen. Und ja, er nahm ja auch dann halt vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern das Abendmahl, dafür stand dann der goldene Kelch. Er ist dann am Kreuz gestorben für uns alle und wieder auferstanden von den Toten. Dann kamen halt wieder dunklere Bilder einfach. Dunkelheit konnte ich einfach sehen. Und dann sah ich Jesus triumphierend auf dem weißen Pferd. Ja, und danach kam noch ein Bild von einem Engel mit einem Schwert, und dann wurde es wieder ganz hell und ich sah dieses goldene helle Licht wie am Anfang der Vision. Dann machte ich meine Augen auf und dachte mir nur, wow, was war das, so was habe ich noch nie zuvor überhaupt irgendwo gehört oder erlebt. Mittlerweile weiß ich, dass viele andere Menschen sowas in der Art auch schon erlebt haben. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich sowas erleben durfte, weil er hat mir einfach so das, was in der Bibel steht, einfach wiedergegeben in Bildern. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch jemand war, der ja von der Bibel wusste, hier und da auch mal die Bibel gelesen hat, aber noch nicht alles wirklich so verstanden hat. Und ich habe das dann einfach so mit Bildern nochmal bestätigt bekommen. Ja, ich fühlte mich dann auch, wie gesagt, sehr stark, so stark wie noch nie, wie gerade auch schon mal gesagt. Ja, das war wirklich ein sehr tolles Erlebnis in meinem Leben. Aber ein paar Tage später, also ich glaube eine Woche später, passierten dann Dinge, die wirklich heftig waren und die ich auch nie mehr vergessen habe. Weil das wirklich einschneidende Momente in meinem Leben waren. Und ich auch nicht wusste, ob ich noch ja wirklich noch lange da zu leben habe, weil da ging es für mich wirklich um Leben und Tod. Es war ein Freitagnachmittag. Ich bekam auf der Arbeit auf einmal schwitzige Hände bekam ich. Ich bekam Herzrasen. Ich bin dann zu meinem stellvertretenden Chef und hab gesagt, hör mal, tut mir leid, ich kann irgendwie nicht mehr, ich habe gerade Herzrasen, schwitzige Hände. Er hat auch gesehen, dass ich blass wurde, wollte einen Krankenwagen rufen. Ich habe gesagt, nee, ich fahre schon nach Hause, schaffe ich irgendwie. Bin dann einfach ins Auto und bin ja nach Hause gefahren. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe noch eine Vollmacht für mein
einen Kundensafe halt für meine Eltern geschrieben, weil ich ihnen gesagt habe, ja, dass da irgendwie auch noch da Dinge drin sind, wo genau halt das drin steht, was ich euch jetzt gerade erzähle. Ich habe das alles auf Papier irgendwie so gebracht. Das war aber noch alles ein bisschen ungeordnet, sage ich einfach mal so. Aber ich wollte, dass irgendwie, dass, falls mir was passiert, dass das irgendwie meine Eltern dann noch zu lesen bekommen. Ich machte die Vollmacht halt fertig. Ich legte mich einfach nur noch auf die Couch. Ich hatte Herzrasen. Ich war total schlapp wie noch nie zuvor. Ja, ich trank dann was, aß dann was und legte mich dann auch wieder später halt ins Bett und wollte dann einfach nur schlafen, aber konnte dann irgendwie nicht einschlafen, weil das Herzrasen wieder kam und das war so heftig, wie ich das so noch nie erlebt habe. Und ich dachte echt in dem Moment, so dass ich sterbe. Das hört sich jetzt hart an, aber so war es auf jeden Fall. Ja, also irgendwann bin ich dann zum Glück doch eingeschlafen und am nächsten Tag, ja, machte ich die Augen auf und ja, ich betete einfach zu Gott so und ja, habe einfach zu Gott gebetet halt, ja, dass ich eben dankbar bin, dass ich noch lebe und egal was auch passiert, so ich an ihn glaube und dass sein Wille halt geschehe und ich hatte einfach auch dann nicht mehr diese Angst und ja, hatte einfach in mir Liebe und Frieden und spürte Vergebung. So alle Dinge, die in meinem Leben passiert sind, wo Menschen irgendwie, ja, mir Dinge angetan haben oder ich habe Menschen auch mal Dinge angetan, weil wir sind alle nicht perfekt, wir haben alle schon mal Fehler gemacht. Die waren einfach so weg, so wie weggenommen, ja. Man fühlte sich einfach so frei. Ich fühlte mich einfach frei und ich war einfach so in einem Frieden, würde ich einfach jetzt mal so sagen, ganz einfach. ja, und dann an dem Abend, an dem Samstagabend kam dann nochmal dieses Herzrasen, aber schon nicht mehr so extrem wie am Freitag. Sonntag machte ich dann auch wieder die Augen auf zum Glück und Sonntag war dieses Herzrasen dann halt nochmal abends und da bin ich dann nachts unter Tränen wach geworden und sah einfach so, bevor ich die Augen aufmachte, ein ganz grelles, helles Kreuz. Das war einfach total, so, das kam mir alles so real vor, dieser Traum. Da wurde ich dann unter Tränen wach und ja, am Montag dann ging ich zum Arzt und ja, wurde alles halt abgecheckt und das Herzrasen kam nicht mehr. Es war dann vorbei mit dem Herzrasen. Ich fühlte mich halt noch sehr schlapp, also man hätte mich so anstupsen können, ich wäre umgefallen, also so habe ich mich noch nie erlebt. Das war wirklich sehr heftig so, für mich auch, weil wenn man sowas erlebt, ist es ja auch einem selbst unangenehm, sich so schwach zu erleben. Aber ich spürte dann, dass eine neue Stärke langsam wiederkommt. Montags war ich ja dann, wie gesagt, beim Arzt. Das Herzrasen war dann zum Glück weg. Aber ich hatte einen hohen Puls, einen sehr hohen Puls. Zu dem Zeitpunkt rauchte ich noch jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Ich trank auch, muss ich zugeben, sehr viel Cola. Und das ist ja auch nicht wirklich gesund gewesen so. Und ja, mein Puls war sehr hoch. Und das war ein Mittwoch, das weiß ich nur ganz genau. Da lag ich auf der Couch und meine innere Stimme, die klang auf einmal irgendwie erneuert. Ja, so würde ich es einfach mal beschreiben. Die sagte zu mir, hör mit dem Rauchen auf und dir wird's einfach besser gehen und der Puls wird runtergehen. Aber irgendwie, ja, habe ich mir jetzt, ja, großartig nicht viel Gedanken darüber gemacht, aber habe einfach mal gesagt, okay, komm, ich rauche nur eine Zigarette und dann schmeiße ich die Schachtel einfach weg. So, und
Ja, dann habe ich noch eine Zigarette geraucht, habe dann die Schachtel weggeschmissen. Und nach 2 Stunden ging der Puls auf jeden Fall richtig schön nach unten und ich konnte zum ersten Mal wieder richtig gut schlafen. So, und es ging mir besser. Und die ganzen Ängste und all das mit dem Herzrasen, all diese Schwachheit und so, die ging dann halt wirklich Tag für Tag weg. Und ja, ein Tag auch danach war es so, dass ich einfach zu Hause so auf die Knie fiel und einfach Gott dankte, so dass er mir geholfen hat. Und dann kam so durch die innere Stimme, so ganz klar und deutlich, wie ich es noch nie wahrgenommen hatte zuvor, das Werk ist vollbracht. Das war so einfach durch die innere Stimme, konnte ich das so wahrnehmen. Das war einfach so ein ganz wunderbarer Moment in meinem Leben und der hat mich so richtig stark gemacht, ja, und hat mich dann einfach so weitergeführt. Dieser Moment werde ich nie vergessen, das war wunderbar und ja, ich kam dann zu neuen Kräften und ich weiß noch, ich sah einfach die Welt so mit anderen Augen, so ich habe in den Himmel geguckt und dachte mir so, wow, wie wunderschön der Himmel auch so ist, die Sterne oder auch die ganzen Vögel, die da rumfliegen und die Wolken und alles so. Ja, ich nahm auch die Tiere insgesamt, die Natur, die Menschen, alles ganz neu wahr. Ja, ich war einfach, ja, irgendwie anders. So, ich habe mit meinen Eltern auch darüber geredet und ja, die dachten dann auch, was ist denn jetzt mit dem los? Warum findet der das auf einmal alles so wunderbar und besonders? Und ja, ich habe irgendwie gespürt, dass ich irgendwie ein neuer Mensch irgendwie so geworden bin, ja, wie wiedergeboren halt. Und ich habe mich aber auch nicht wirklich damit ausgekannt. Ich habe dann mal in der Bibel halt auch mal wieder gelesen und ja, dann ist mir klar geworden, okay, dass es das wirklich halt gibt, ja. Da wird davon gesprochen, dass man wiedergeboren wird und ja, dann ist das passiert, was eben auch geschrieben steht, durch den Glauben an Jesus Christus, den ich als mein Erlöser und Retter in mein Herz aufgenommen habe. Ja, und das ist mir, wie gesagt, zu Hause passiert, in der eigenen Wohnung, im Zimmer. Und ich war jemand dann halt gewesen, der mit Kirche und generell mit Kirchen und Gemeinden nichts zu tun haben wollte, weil ich mich auch längere Zeit mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt habe und ich auch irgendwie gemerkt habe, dass die Kirche mich jetzt nicht irgendwie gerettet hat damals, ja, und erst durch jetzt das, was ich euch jetzt gerade erzähle, ja, durch diesen Weg bin ich gerettet worden durch Jesus Christus. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder auch genau diesen Weg so zu gehen hat, weil ich mittlerweile halt auch weiß, dass es da draußen halt auch gute Gemeinden halt gibt und viele Menschen auch durch die Gemeinden Jesus Christus kennengelernt haben und Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Aber da ich so ein Verstandsmensch bin, der immer alles genau verstehen will, und der Sache dann auf den Grund gehen will, musste ich halt diesen Weg gehen. Ja, weil ich eben auch da, muss ich einfach sagen, stur war. Und ich hätte mir auch von niemandem etwas sagen lassen, ja. Egal von welchen gläubigen Menschen, die hätte ich alle so beiseite geschoben, weil ich war auf der Suche nach der Wahrheit für mich selber. Und ich habe auch mich mit allen Religionen beschäftigt, ja. Ich habe mir alles Mögliche durchgelesen, ja, in der Vergangenheit, um an die Wahrheit dran zu kommen, um der Wahrheit näher zu kommen. Aber am Ende von allem stand da einfach fest, dass es wirklich so ist, dass Jesus Christus, wie er es auch sagt, der Weg ist, die Wahrheit ist und das Leben ist. Und dass kein anderer Weg zum Vater führt, denn durch ihn. Weil er wollte keine Religion. Ihm ging es nur um Liebe und um Frieden. Deswegen ist er hier in diese Welt gekommen, um uns Menschen, und wir Menschen
Ja, wir sind alle Sünder, um uns Menschen zurückzuführen zu unserem himmlischen Vater. Und das passiert halt, wenn man halt Jesus Christus dann, wie ich es erfahren habe, in seinem Herz aufnimmt. Aber das klappt halt auch, wie gesagt, nur, wenn man das mit ganzem Herzen tut. Und ich habe es, wie gesagt, erlebt, ja, und mein Weg war dann so, dass ich dann erstmal so alleine damit war. Ja, ich habe mit nicht vielen Menschen darüber gesprochen. Viele Freunde, Bekannte haben schon gemerkt, dass ich mich verändert habe. Ich habe dann halt kein Alkohol mehr getrunken, habe aufgehört zu rauchen. Ich wurde auch zwischendurch einfach Vegetarier. Was heißt Vegetarier? Aber ich habe einfach so auf Fleisch verzichtet und auf alles Mögliche so. Und ja, die Menschen um mich herum dachten schon, was ist denn mit dem jetzt los? Der ist ein bisschen extrem jetzt. Ist der irgendwo, was weiß ich, von irgendwelchen Menschen in irgendeine Richtung geführt worden? Ist er jetzt in irgendeiner Sekte drin oder dies und das? Aber ich kann euch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt alleine so, ja, mit Gott halt. Ich war da nicht mit anderen Menschen zusammen. Ich war nicht von gläubigen Menschen umgeben. Ich war einfach alleine und bin diesen Weg halt so gegangen. Und für die ganzen Freunde und Bekannten, die mich schon so lange kennen und auch meine Familie, ja, war das auch echt schwierig und die konnten mich auch gar nicht verstehen. Und ich kann auch einfach jetzt nur sagen, so, wenn ich irgendjemanden dadurch irgendwie vor den Kopf gestoßen habe, so, dann tut's mir leid, aber das wollte ich nicht. Ich habe auch niemanden damals gesagt, du hast so zu leben, du hast das zu tun oder dies oder das. Habe ich nie gemacht, weil das ist auch nicht der richtige Weg, weil ich bin einfach, ja, dann Jesus nachgefolgt, ja, immer mehr und mehr. Und deswegen habe ich die Dinge dann halt so getan. Und war, wie gesagt, alleine. Und an irgendeinem Morgen war es dann so, im November 2015, ja, im November 2015 war das, bin ich wach geworden. Und da sagte so die innere Stimme, such dir Gemeinde, ja. Und zuvor hatte ich mit einer Frau aus der Schweiz gesprochen oder geschrieben über Facebook. Die hat sich meine Musik angehört und sie meinte halt, man merkt anhand der Musik, dass ich mich schon viel mit dem Glauben beschäftige. Und sie sagte, ich sollte mir mal Gemeinde suchen. Aber ich habe das erstmal so beiseite geschoben, weil ich einfach auch nicht wollte, dass mich Menschen... Ja, dass mich irgendwelche Menschen oder so wieder vom Glauben wegbringen. Und ja, irgendwann war der Zeitpunkt dann halt da. Ich bin dann mal in eine Gemeinde gegangen und ja, hab dann auch durch ein Gebet halt die Kraft Gottes da gespürt und hab mich dann in dieser Gemeinde dann auch im Winter, ich weiß noch ganz genau, am 27.12.2015 so im Glauben taufen lassen, im See in Duisburg. Ja, war eine wunderbare, schöne Sache so für mich, weil ich die einfach so mit dem Herzen gemacht habe. Und ja, dann ging mein Weg immer weiter und weiter. Und mittlerweile bin ich halt in einer neuen Gemeinde, so wo ich jetzt für mich meinen Platz gefunden habe. Wie es im Leben halt so ist, so Gott setzt die Menschen dann halt auch da an die Stelle, wo sie eben sein sollen. Und ja, bin einfach dankbar für den ganzen Weg, den ich jetzt halt hinter mir habe. Und ich muss einfach sagen, so, was wirklich wunderschön war in dieser Zeit, was ich nie vergessen habe, auch solche Momente wie das Christival 2016 in Karlsruhe. Ich bin da auch alleine hingefahren. Ja, zu dem Zeitpunkt, ja, war ich auch noch öfter viel alleine unterwegs und ich habe mir gedacht, ach komm, guck dir das einfach mal an, was das ist. Und ich sah da einfach ganz viele junge Menschen, die einfach so von der Liebe und vom Frieden erfüllt waren, die einfach eine schöne Zeit miteinander verbracht haben, die zusammen gesungen haben. Dann gab es da Predigten. Ich durfte zwischendurch auch mal kurz den Song Glaube an dich performen und durfte auch mal ein paar Worte von Gott an die jungen Menschen richten, was wirklich für mich auch eine super tolle Sache war, wo ich Gott sehr dankbar für bin.
Und ja, mir hat man einfach dadurch auch die Augen geöffnet und mir gezeigt, im Endeffekt ist es egal jetzt, aus welcher Kirche, aus welcher Gemeinde man kommt, ja, es geht einfach darum, ja, dass die Menschen da eins sind, ja, durch den Glauben an Jesus Christus, der uns gerettet hat, ja, unter dem Motto We are one. Das ist es halt so. Und das habe ich da, in dem Moment, in diesen Tagen, so stark gespürt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und das hat mir die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, was der wahre Leib Christi halt ist, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Kirche sagen würde, wir sind die einzig wahre Kirche und alle anderen müssen sich uns anschließen, weil wir die einzig wahre Kirche sind, dann sage ich, nein, tut mir leid, weil wir alle zusammen sind der Leib Christi, ja. Und wo eben auch keine falschen Lehren und so gelehrt werden, ja, sondern wo die Dinge halt auch so gelehrt werden, wie sie in der Bibel stehen. Das ist mir halt so klar geworden durch das Christi-Will, ja. Und bin dankbar dafür, weil ich bin auch jetzt in einer Gemeinde, die einfach ganz klar und deutlich sagt, wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Und unsere Kirche bauen nicht wir Menschen, sondern Gott baut diese Kirche. Ja, und ich bin einfach nur glücklich, da auch zu sein, weil von da aus geht mein Weg jetzt halt immer weiter und weiter. Darauf möchte ich gleich dann halt nochmal genauer eingehen. Ich möchte euch halt noch auch jetzt so Dinge kurz erzählen, die mir passiert sind, die so richtig tief in meinem Herzen so drin sitzen, damit ihr auch nochmal hört, ja, was ich erlebt habe halt so mit Gott. Und da war wirklich ein wunderbarer Moment in Dresden. Bin da einfach so hingefahren, um da auch CDs zu verteilen. Ich hatte da mal einen Song aufgenommen, der hieß Mein Traum. Und ja, ich hatte dann 1000 CDs fertig gemacht, um einfach ja überall CDs zu verteilen für den Frieden halt, ja. Und der Song, der hieß halt Mein Traum, ich sage jetzt hieß, weil den gibt's nicht mehr. Ich habe den jetzt halt gelöscht, hat halt so halt seinen Grund und für mich ist es jetzt auch nicht mehr so, dass ich hier jetzt meinen Traum lebe, sondern ja, also bei mir ist das Wir-Gefühl eben jetzt im Vordergrund und da wird es in Zukunft dann auch nochmal einen neuen Song geben, der heißt dann nicht mehr Mein Traum, sondern Unser Traum. Ja, und ich war zu dem Zeitpunkt eben halt mit dieser CD da unterwegs, um einfach so auf diese Art und Weise Frieden zu verbreiten, weil ich mir halt so denke, so jeder Mensch hat ja so auf seine Art und Weise die Möglichkeit, was zu tun. Ich habe es eben so auf diese Art und Weise dann getan. Und ja, ich wusste auch, dass an diesem Wochenende die Bilderberger Konferenz da ist. Ich möchte jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, was das genau ist. Das kann jeder im Internet durchlesen und dann weiß auch jeder Bescheid. Viele wissen das wahrscheinlich auch, worum es da geht. Gott hat mich einfach da hingeschickt, um auch da live vor Ort zu beten. Und da, wo auch die Bilderberger Konferenz war, da bin ich einfach halt hingegangen und vor dem Gebäude habe ich einfach so gebetet. Ich habe einfach so dafür gebetet, so dass Gott mit seiner Liebe und mit seinem Frieden da in diese Situation reinkommt. Und ja, dass einfach sein Wille geschehe und alle Dinge, die da so von Menschen da gewollt sind oder die da einfach so, ja, eben halt von den Menschen geplant sind, die sich über die Pläne Gottes erheben, dass diese Pläne einfach nicht durchkommen, sondern dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Und ja, Gott hat mich da einfach so geführt. Ich habe das einfach so getan, so vom ja, vom Herzen her einfach so, in der Liebe und im Frieden halt so gebetet und danach war wirklich eine verrückte Aktion. Ich ging dann einfach so von dieser Bilderberger Konferenz in Richtung Stadt und dann hing da an dieser Kirche einfach ein großes Plakat und da stand dann drauf, selig sind die, die Frieden stiften. Und dann habe ich auch so ein Foto davon gemacht, weil ich fand es einfach so cool, weil
das passte einfach in dem Moment so, weil ich war ja einfach so da unterwegs, so um Liebe und um Frieden zu verbreiten. Und das war mega cool. Das war einfach super. Und ja, dann ging es weiter in Richtung mein Hotel. Ja, da guckte ich auf den Boden und da sagte die innere Stimme zu mir so, ja, achte jetzt mal auf die Treppe. Und in dem Moment kam mir auch so 1. Korinther 13 in den Kopf, ja, die Liebe Gottes, die über allen Gaben steht. Und ich schaute dann da auf diese Treppe und dann stand da in Großbuchstaben einfach Liebe drauf. Und ich war, in dem Moment war ich, glaube ich, so überwältigt und so geflasht von der Aktion. Ich war sprachlos einfach. Ich habe einfach nur gesagt, danke Gott, weil das war einfach so von Gott geführt. Und ich bin dankbar, dass ich in diesen Momenten halt das erleben durfte. Und ja, habe da natürlich auch Fotos geschossen und man sieht das auch bei Musikvideos, habe ich schon manchmal halt dieses Foto reingesetzt. Auch hier sogar jetzt bei dem Song Die Schlacht. Und ja, ich hatte dann einfach eine coole Zeit da, habe dann viele CDs verteilt und ja, solche Dinge habe ich dann hier und da mal öfter erlebt, aber es geht da jetzt nicht irgendwie auch darum, nur um irgendwelche Zeichen und Wunder, ja, die man da erleben sollte und möchte, sondern in erster Linie geht es um die Liebe, ja, die Liebe. Weil die Liebe Gottes, so wie ich sie erfahren habe, so ist die unschlagbare Macht im gesamten Universum, so, und um diese geht's auch. Und ich glaube auch ganz klar so, dass wir genau alle deswegen hier sind, wir Menschen. Wir fragen uns immer oft, warum sind wir überhaupt hier, ja? Sind wir hier, um Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen, Aufmerksamkeit zu bekommen, das zu bekommen, dies zu bekommen? Aber wenn man doch mal ehrlich ist, glaube ich, jeder Mensch fragt sich dazwischendurch, warum bin ich hier? Und das Schönste an allem ist doch dann im Endeffekt immer die Liebe und der Frieden. Und im Endeffekt kann man das auch gar nicht bezahlen. Und ich habe es einfach so durch Gott geschenkt bekommen, weil die Liebe Gottes einfach ein Geschenk der Gnade ist, ja, weil man diese erlebt, diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist, durch die Aufnahme von Jesus Christus in seinem Herzen. So, das ist mir halt so halt passiert. Ja, und darum sitze ich jetzt auch hier und darum möchte ich das auch gerade halt mit allen Menschen teilen, ja, damit die Menschen eben auch merken, so, ich grenze da niemanden aus, ich mache hier dieses Video wirklich für alle Menschen. Und das ist, wie gesagt, auch jetzt so eine einmalige Sache. Ich persönlich bin jetzt nicht dafür berufen, hier jede Woche ein Video zu machen oder so, das überlasse ich anderen Menschen. Für mich geht es jetzt halt auch dann eben immer weiter so mit der Musik. Und da möchte ich jetzt auch nochmal genauer drauf eingehen. Also nachdem ich halt 2015 halt gemerkt habe, dass ich ja wiedergeboren bin durch Jesus Christus, ja, hat sich das auch mit der Musik erstmal verändert. Ich habe erstmal gar keine Musik mehr aufgenommen. Ich habe erstmal alles so, ja, laufen lassen, sage ich mal einfach so. Habe mich nicht mehr so viel mit Musik beschäftigt. Aber Gott hat mir schon gesagt, wenn ich in Zukunft Musik mache, dann möchte er mich mit der Musik einfach so als Friedensbotschafter so und als Botschafter seiner Liebe einsetzen. Das war für mich am Anfang eher so ein bisschen, muss ich sagen, ja, unrealistisch. Das muss ich erstmal alles so ja, verinnerlichen. Und das dauerte dann auch seine Zeit. Aber dann kam die Zeit, wo ich dann halt diese 1000 CDs halt machte, halt mit dem Song, den es jetzt halt nicht mehr gibt, der Mein Traum halt hieß, und ja, verteilte dann so 1000 CDs, weil ich einfach mir dachte, ja, dass man auf so eine Art und Weise eben auch Frieden in die Welt bringen kann. Ich weiß, dass viele natürlich in dem Moment denken, boah, der Markus, der ist jetzt aber ein bisschen naiv, ist ja ein Träumer, aber ja, mir war das einfach so egal jetzt auch, was andere da jetzt dachten oder so. Und das war jetzt irgendwie einfach
nicht so, dass ich mir großartig Gedanken darüber gemacht habe, sondern ich habe es einfach so vom Herzen her gemacht. Und mir ist auch ganz klar, so, ich kann einfach nicht jedem Menschen gefallen. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. So, ich habe einfach so jetzt die Dinge so am Herzen, die ich dann eben so tue, die ich getan habe und weiterhin tue. Und ja, Gott hat mich einfach dann einfach losgeschickt. Und diese 1000 CDs, ja, die habe ich dann irgendwie ja deutschlandweit halt verteilt. Ich bin mal, ich habe gesagt, so, ich fahre mal Richtung Norden, Süden, Osten, und im Westen bin ich ja hier. Und ja, dann war ich mal in, ja, wie gesagt, Dresden, in Berlin, ich war in München, dann war ich halt hier im Westen überall unterwegs. Ja, und die CD, die ging auch damals, das war auch 2015, an die katholische Kirche, an die evangelische Kirche, an den Zentralrat der Moslems, an den Zentralrat der Juden, weil ich mir einfach gedacht habe, ja, wir können doch alle zusammen mal was für den Frieden tun, so, ne? So, alle zusammen. Und das war aber so, habe ich dann jetzt natürlich gemerkt, das war so mein Traum, ja? Und ja, Gott hat mir dadurch gezeigt, dass ich so die Welt eben nicht verändern kann, ja? Nicht ich kann das. Also wenn, dann kann Gott nur die Welt verändern. Nur seine Liebe, ja, und sein Frieden. Und ich kann zwar ja, so einen Song wie Mein Traum dann überall verteilen und so, und mir wünschen, dass wir einfach alle eins sind und alles gut wird, ja. Aber im Endeffekt liegt's ja auch an den Menschen, an allen Menschen zusammen. Und ich habe die CDs einfach überall verteilt, um einfach mal zu gucken, was passiert. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt gerade die Welt anschaue, ist aufgrund meiner Aktion mit der CD, mit dem Song Mein Traum, ist der Frieden jetzt nicht gerade überall in die Welt reingekommen. Ne, muss man ja mal ganz klar realistisch betrachten, das wäre auch sehr unrealistisch. Aber Gott hat mir auch damit gezeigt, so, dass ich jetzt als Mensch auch nicht irgendwie den Frieden bringen kann, sondern nur Gott halt, und das durch Jesus Christus. Und mittlerweile, ja, glaube ich eben so daran, dass wenn jeder Mensch hier in dieser Welt Jesus Christus in seinem Herz aufnimmt, dass dadurch die Welt verändert wird und die Liebe und der Frieden in die Welt reinkommt, ja. Und so kommt quasi dann der Himmel auf Erden. Das ist eben das, was ich erlebt habe, ja. Und nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott. Und er hat mir ganz klar gezeigt, welchen Weg ich jetzt halt gehe. Er hat mich diesen Weg gehen lassen, um zu erkennen, ja, mach mal schön so deine Sachen und guck, was passiert. Und ich habe erkannt, so, trotz der 1000 CDs ist nicht wirklich viel passiert, ja. Und ich habe auch nicht gesehen, dass auf einmal alle zusammen mal irgendwie hier für den Frieden auf die Straße gegangen sind. Habe ich nicht gesehen, weil die Menschen anscheinend vielleicht dann auch so eine CD nicht wirklich beachten oder das nicht respektieren oder weiß ich nicht. Aber das interessiert mich jetzt auch gar nicht weiter. So, ich habe das einfach so gemacht, auch wenn das, wie gesagt, naiv klingt und verträumt. Aber ich habe es vom Herzen her gemacht, so auf jeden Fall. Und das ist einfach so für mich halt wichtig. Aber jetzt bin ich auf einem neuen Weg einfach und mach einfach Musik für Gott und für die Menschen da draußen, um einfach so das, was ich erlebt habe, weiterzugeben. Und was ich wunderbar finde, ja, nach so langer Zeit jetzt, nach 2,5 Jahren, ist es so, dass ich gerade zusammengeführt werde mit verschiedenen Künstlern, mit verschiedenen Musikern aus ganz Deutschland, ja, um Musik für Gott zu machen und für die Menschen. Das ist wirklich sehr cool, weil ich habe lange darauf gewartet. Bisher war ich immer alleine unterwegs. Und ja, ich habe mich jetzt auch schon mit welchen getroffen. Ja, Grüße gehen raus hier an Holy Spirit Production nach Aschaffenburg. Ja, hallo meine lieben Brüder und Schwestern.
Ich freue mich einfach so darauf, in Zukunft mit euch weiterhin Musik zu machen. 2018 ist der Start jetzt. Wir heißen Missionsreimsatz. Und ja, wir werden in Zukunft halt Musik halt machen und lassen uns einfach von Gott leiten. Wir sind schon dabei, Songs aufzunehmen, haben schon ein paar Songs aufgenommen. Und ja, wir freuen uns einfach drauf, dass da jetzt einige neue Dinge halt passieren. Und das Schöne daran ist, ich kann einfach sagen, so erstmal, ich mache nicht mehr alleine Musik und das wurde nicht von mir irgendwie so geführt. Ich weiß nur, dass ich in meiner Gemeinde mal beim Gottesdienst war und der Pastor dort, ja, der hatte halt das Gefühl, dass da Menschen an diesem Tag im Gottesdienst sind, wo er halt was vorhat, dass er Menschen da in eine Berufung führen möchte, so dass was Neues geschieht. Und wer das Gefühl hat, so der sollte dann die Hand heben. Ich habe die Hand gehoben und habe im Gebet quasi empfangen, ja, dass da was Neues passiert. Und ich sah mich da mit verschiedenen Menschen auf einer Bühne vor anderen Menschen halt. Und ja, da haben wir einfach Musik gemacht. Und kurze Zeit später war ich auf einmal in eine WhatsApp-Gruppe, Music for Jesus. Ja, und wir haben uns über Facebook dann kennengelernt und wir sind, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele wir genau sind, 13, 14, 15 Leute. Und ja, da wird jetzt bald was passieren. Und ich bin da sehr dankbar für, dass Gott das so halt einfach geführt hat. Ja, und bin da von ganzem Herzen dankbar. Ich freue mich dann auch, in Zukunft euch diese Musik zu präsentieren. Und ja, wir sind einfach alle zusammen wirklich sehr gespannt. Ich war jetzt die Tage noch in Aschaffenburg und wir hatten da wirklich eine richtig schöne Zeit zusammen. Und wir freuen uns einfach alle zusammen auf die Zukunft. Und wir haben alle so ja im Herzen halt, wir möchten Gott einfach groß machen und wir möchten das für die Menschen machen. Das liegt uns so auf dem Herzen. Und ja, in diesem Sinne denken wir einfach alle zusammen, let's go, ja. Und ja, wunderbar, auf jeden Fall. Das ist noch eine Sache, die ich so euch mit am Weg geben wollte. Jetzt komme ich dann noch zu einer Sache, die mir auch wichtig ist, worüber ich noch sprechen möchte. Ich hatte noch eine letzte Tour wegen meinen CDs, die ich da verteilen wollte, 2017. Und die ging nach Hamburg. Und da fand gerade der G20-Gipfel statt. Ihr wisst ja, was da los war. Ja, ich fuhr dann einfach so halt nach Hamburg, ne? Hatte so meine letzten CDs noch. Und ich dachte mir, gerade beim G20-Gipfel, da kann man ja auch nochmal was für den Frieden tun. Ich wurde quasi eigentlich vorher noch gewarnt, ja. Da wurde ich gefragt, willst du wirklich dahin? Guck mal, was da los ist. Und ich so, ja klar, also ich werde da hinfahren, das ist jetzt so meine Aufgabe, das sehe ich so. Ja, und ich bin dann morgens halt hingefahren, also erstmal nach Duisburg zum Hauptbahnhof. Da kam ich erstmal fast im Stau, den habe ich umfahren halt, bin eine andere Strecke gefahren, kam dann rechtzeitig an, wollte ich in den Zug steigen, dann stand da, dieser Zug wurde leider gestrichen. Oh, ja, dachte ich mir, was ist denn jetzt los hier? Hab dann einfach später den Zug halt genommen, einen anderen Zug. Aber hatte schon so ein komisches Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Bin dann so dahin gefahren, kam da an. Ja, da war natürlich total viel los, ne? Hubschrauber, ganz viele Menschen. Und ja, ich war dann an dem Tag da, der Marsch für den Frieden war da. Ja, dann habe ich da meine CDs verteilt und dann bin ich aufs Zimmer gegangen, wollte mich ein bisschen ausruhen, habe mich einfach mal ins Bett gelegt. Dann wurde ich nach einer Stunde wach und dann hatte ich auf einmal solche Schmerzen im Nacken und im gesamten Arm und ich wusste nicht, was passiert ist. Ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt und war dann einfach da alleine in Hamburg und dachte mir, ja, wunderbar. Und jetzt, ja, dann wusste ich auch nicht mehr weiter. Dann stand ich halt da, bin zum Notarzt hin,
Und ja, habe dann eine Spritze halt bekommen, aber das hat nichts gebracht. Bin wieder zum Hotel, habe schnellstmöglich dann am nächsten Tag mir eine Karte gebucht, wieder zurück nach Hause. Im Endeffekt, um das dann abzukürzen, wurde halt festgestellt, doppelter Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich. Ja, das war dann auf jeden Fall das Ende meiner Friedenstour. Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich harte Sache so. Aber so sollte es dann wohl auch sein, weil ich eben halt im Endeffekt natürlich auch dadurch spüren sollte, so, war eine tolle Aktion mit den 1000 CDs da, mit meinen Traum, aber ja, es endete auf jeden Fall schmerzvoll. Ja, auf jeden Fall. Und die Zeit werde ich auch nicht vergessen. Aber wie ihr seht, Gott sei Dank ist alles gut geworden und ich kann weiter rappen und ich gehe einfach den Weg so weiter. Ich werde halt von Monat zu Monat auch wieder stärker. Ich hoffe auch, dass ich bald mal wieder Basketball spielen kann, was mir auch so ja am Herzen liegt, wenn man halt schon sehr lange Basketball gespielt hat. Ja, viele Leute hier kennen mich ja so als Basketballer. Lieben Gruß auch hier an die BGL oder auch hier die deutsche Basketballnationalmannschaft. Für euch habe ich auch schon mal so einen Song geschrieben. Hallo. Ja, für die deutsche Basketballnationalmannschaft wird es bei mir auf jeden Fall nicht mehr reichen, aber das ist ja auch jetzt eigentlich nicht mehr wichtig. Ne? Ihr habt super Spieler und ich glaube auch, dass da in den nächsten Jahren noch einiges passieren wird im positiven Sinne. So, davon jetzt mal dann halt weg. Ein bisschen Spaß mal nebenbei. Ja, dann habe ich einiges so hinter mir damit auf jeden Fall, mit diesem Bandscheibenvorfall. Ich habe dann halt quasi danach jetzt neue Dinge halt zu erledigen, halt mit der Musik, ja. Aber ich tue sie irgendwie natürlich aus Leidenschaft, aus Liebe, weil es mir Spaß macht. Ich werde ja nicht von irgendjemandem gezwungen, sondern ich sehe es einfach so als meine Aufgabe und das mache ich einfach total gerne. Ja, die Musik, die ist eben so in meinem Herzen drin. Und ja, ich bin einfach mega gespannt, was dann noch auf mich da zukommt und möchte da jetzt auch nochmal kurz nochmal zu der Sache kommen, bevor meine OP war, also hier im Bandscheibenbereich, im Halswirbelbereich, traf ich noch auf einen Mann, der hat sich auch durch meine Musik angesprochen gefühlt und wir nahmen Kontakt auf, wir haben uns vorher noch nie gesehen, wir haben mal telefoniert und ja, wir haben uns direkt super verstanden, auch über Gott gesprochen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich ihm so berichten soll, was ich erlebt habe. So habe das so in Papierform ihm dann überreicht. Und er hat sich das so durchgelesen und konnte das auch alles so nachvollziehen. Und ja, er sagte mir kurz vor der OP, du wirst auch während dieser Zeit, während du operiert wirst, du wirst irgendwie was mit Gott erleben, hat er gesagt. Und ich dachte mir nur, okay, mal sehen, was da so passiert. Habe mich dann von ihm verabschiedet halt auch. Und ich muss sagen, so dass dann wirklich nach der OP habe ich ein Bild bekommen, wie Jesus Christus einfach so am Kreuz halt war, wie er da hing. Und ganz viele so Menschen standen vor ihm, aber das waren alles so dunkle Gestalten irgendwie. Und Gott wollte mir damit sagen, so, dass ganz viele Menschen in diesen Zeiten, in denen wir heute leben, noch die Erlösung durch Jesus Christus brauchen und um gerettet zu werden. Und ja, das Bild hat Gott mir nochmal so ganz klar und deutlich gegeben. Und das war auch jetzt einfach, oder ist auch nochmal eine Botschaft, die ich einfach an euch weitergeben soll, weil das einfach ein ganz klares, deutliches Bild war. Er ist wirklich einfach für jeden Menschen hier in der Welt gestorben und hat alle Schuld, alle Sünde auf sich genommen und ist dann halt für euch am Kreuz gestorben und ist dann am dritten Tag wieder auferstanden. Ja, das ist eben nochmal mir wichtig, dass ich euch das mit am Weg gebe. Und ja, der weitere Weg ist bekannt, wie ich gerade mitteilte. Es geht dann jetzt mit der Musik weiter. Neue Projekte sind im Anmarsch.
So, und jetzt möchte ich euch einfach nur mal was vorlesen. Worte, die Gott mir halt so gegeben hat. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein professioneller Typ, der sich das jetzt hier vorher auswendig lernt oder so. Das kommt auch total nicht authentisch rüber. Und ich lese das einfach vor. Die Worte sind einfach so für euch alle. Und wünsche euch dann viel Spaß so beim Zuhören. Also da gibt es zum einen die Menschen, die nicht an Gott glauben. Für sie ist es so, dass wir Menschen alles aus eigener Kraft schaffen können. Für sie ist es auch möglich, dass wir alleine aus uns heraus es schaffen können, die Welt mit Liebe und Frieden zu erfüllen. Dann gibt es die Menschen, die sagen, ach, wäre der Islam nicht, dann wäre hier in der Welt endlich Frieden. Dann gibt es wiederum Menschen, die sagen, ach, wäre das Christentum nicht, dann würden wir mit unserer Religion mal der Welt zeigen, was richtig ist, damit Frieden herrscht. Und es gibt dann noch Menschen, die sagen, das Judentum ist an allem schuld. Wiederum gibt es dann auch noch Menschen, zu denen ich gehöre. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Wir glauben an einen Gott des gesamten Universums, der jeden Menschen liebt. Dieser Gott wollte keine Religionen, die Menschen spalten, sondern Liebe und Frieden für jeden einzelnen Menschen in jedem Land. Der himmlische Vater schickte uns seinen Sohn Jesus Christus, um uns alle zu retten, denn er hat all unsere Schuld am Kreuz getragen. Warum hat er das getan? Aus Liebe. Damit wir wieder eins mit unserem himmlischen Vater sein können, weil wir durch Sünde von ihm getrennt sind, da es auf der Welt keinen einzigen Menschen gibt, der ohne Sünde ist. Jesus Christus sprach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich und der himmlische Vater sind eins. Der himmlische Vater ist Gott, der Sohn Jesus Christus ist Gott. Ich bin gerettet worden durch Jesus Christus, denn er hat mich mit unserem himmlischen Vater versöhnt. In unserem Herzen, also so stelle ich das halt mal ein bisschen einfacher dar, so habe ich es empfunden, in unserem Herzen sind Funken und diese Funken werden im Herzen zu einem Feuerwerk, wenn man den himmlischen Vater um Vergebung bittet, Jesus Christus von ganzem Herzen in sein Herz aufnimmt und ihn um ein neues Leben bittet. Denn er schenkt jedem Menschen wahre Liebe und wahren Frieden, ewiges Leben, was der wahre Reichtum ist und nichts mit dem weltlichen Reichtum zu tun hat. Jetzt zu der Lage, in der wir hier gerade leben, in diesen Zeiten. In Deutschland jetzt gerade auch, ja. Im Endeffekt sollten wir hier gerade alle zufrieden sein, in Bezug jetzt auf Religionsfreiheit, dass wir in einem Land leben, wo Religionsfreiheit herrscht. Da Gott uns liebt und uns allen einen freien Willen gegeben hat. Gott ist niemand, der Menschen zu etwas zwingt. Er ist nicht aufdringlich. Er ist geduldig und lässt jeden Menschen seinen Weg gehen, wie er es will. Doch die Aufgabe von den Menschen, die erlebt haben, dass es wirklich die Wahrheit ist, was geschrieben steht, ist es, dies zu bestätigen und die Botschaft raus in die ganze Welt zu bringen. Was dann die Menschen dann damit anfangen, das liegt nicht in unserer Hand, die das bestätigen, sondern die Menschen sollen alle wissen, dass da jemand ist, der alle Menschen wirklich liebt. Es gibt aber auch Länder, wo es nicht möglich ist, frei seinen Glauben zu leben. Wie zum Beispiel Pakistan. Ich habe durch Facebook habe ich Kontakt bekommen zu Menschen aus Pakistan und auch Pastoren. Und da könnte ich nicht so Dinge tun, wie ich sie jetzt gerade tue, weil da ist keine Freiheit. Wenn man da offen zu Jesus Christus steht, zu dem Glauben, dann ist es wirklich lebensgefährlich.
Und das möchte ich auch einfach mal so an die Menschen da draußen weitergeben, ja. Dort werden Menschen, die solch einen Glauben leben, wie ich es tue, gefoltert und umgebracht, obwohl sie nur für Liebe und Frieden sind. Daher mein Aufruf an alle Menschen hier in Deutschland und die ganze Welt. Habt keine Angst und geht aufeinander zu. Hört auf, euch gegenseitig aufgrund von verschiedenen Glaubensrichtungen anzugreifen. Überall, wo Angst und Hass im Spiel ist und wo Blut fließt, da ist nicht Gott am Werk, sondern der, der Gott am meisten hasst, und sein Name ist Satan. Er hasst Gott und seine Schöpfung und sorgt für das ganze Chaos hier. Deswegen kämpfen meine Brüder und Schwestern auch nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Es ist nun an der Zeit, die Wahrheit beim Namen zu nennen. Wir alle hier haben den gleichen Feind, und dieser ist nur zu besiegen durch die Liebe unseres Retters und Erlösers Jesus Christus, der der einzige Weg ist, um uns mit unserem himmlischen Vater zu versöhnen. Jesus Christus ist für jeden Menschen ans Kreuz gegangen, um Satan und den Tod für immer und ewig zu besiegen. Das sind die Worte, die ich noch an euch weitergeben wollte, die ich jetzt auch weitergegeben habe. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuhören. Für mich war das jetzt hier ganz neu. Ich danke einfach von ganzem Herzen auch hier Cutentainment, ja, für die Unterstützung, weil alleine hätte ich das nicht machen können. Bin gerade wirklich sehr glücklich darüber, dass ich jetzt so offen und ehrlich darüber sprechen konnte, weil mich das einfach total befreit, weil ich das so lange mit mir rumgetragen habe. Ich danke für jeden Einzelnen, der mir hier zugehört hat, und bin jetzt auch einfach gespannt hier in dieser Welt, wie es weitergeht. Ich glaube daran, dass in diesem Jahr noch viele Menschen halt wirklich die Liebe Gottes und den Frieden Gottes erleben werden. Und ja, ich möchte auch noch ein paar Grüße raussenden an ein paar Menschen und ein paar Leute halt, die ich im Laufe der letzten Jahre auch mal kennengelernt habe und getroffen habe. Jetzt gerade auch Künstler, Musiker, die Gott groß machen und das für Gott und die Menschen machen. Also Grüße gehen raus an Könige und Priester. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass am 24.02.2018 die One Love Jam in Dresden stattfindet mit den Asphaltdiamanten. Die habe ich in Oberhausen gesehen 2017, ja. War wirklich wunderbar. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen einfach nur so das Beste, Gottes Schutz und Segen, und dass ihr wirklich da eine schöne Zeit habt und Gott groß macht und viele Menschen einfach damit erreicht, mit der frohen Botschaft, durch die Musik, die ihr macht. Kennengelernt habe ich auch noch Christ is King in der ganzen Zeit. Auch da wünsche ich allen Künstlern von ganzem Herzen einfach nur das Beste, alles Gute, alles Liebe. Ja, Gottes Schutz und Segen im Namen von Jesus Christus. Und es gibt noch so viele super tolle Musiker da draußen, die ich jetzt alle hier nicht erwähnen kann. Aber was mir auch noch sehr auf dem Herzen liegt, so, ich möchte ganz liebe Grüße bestellen an die Lobpreisband von der Kirche im Pott und auch die ganze Kirche im Pott hier grüßen. Ja, hallo, schön, dass es euch gibt, und ich freue mich auf jeden Fall, bei euch zu sein in dieser Gemeinde, und freue mich einfach auf das neue Jahr 2018, und lasse mich jetzt einfach dann weiter von der Liebe und dem Frieden Gottes leiten. Und ja, danke auch nochmal von ganzem Herzen an Missionsreimsatz. Ich danke euch allen für den Einsatz, für die Liebe, für all das, was ihr mit der Musik halt gerade macht. Wir haben auch gesagt, wir machen die Musik für Gott und für die Menschen da draußen. Also lasst uns zusammen eben aufstehen und die Musik dann jetzt weitermachen und einfach Spaß dran haben. Ja, ich grüße auch nochmal von ganzem Herzen so meine ganzen Brüder und Schwestern von Christen im Beruf. Ja, auch schön, dass es euch gibt. Ja, ich danke euch
dass ihr mich auch in den Zeiten getragen habt hier, als es mir nicht so gut ging und ich die OP halt hatte, die ich dann Gott sei Dank gut überstanden habe. Danke an der Stelle auch noch allen anderen Brüdern und Schwestern, die mich da im Gebet getragen haben. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich meinen Eltern, meinem Bruder, meiner ganzen Familie, all meinen Freunden und Bekannten danken, die an mich gedacht haben, weil es wirklich eine sehr schwierige Zeit für mich war und bin euch von ganzem Herzen dankbar. Und ja, möchte mich jetzt von allen hier verabschieden. Es war mir einfach auch echt eine Ehre, so jetzt einfach so hier zu sitzen, um euch das alles so mitzuteilen. Schön, dass es euch gibt. Ja, ich liebe euch alle und grüße euch und wünsche euch einfach nur das Beste für das Jahr 2018. Gott schütze euch alle, segne euch alle im Namen von Jesus Christus. Das war's von mir. Tschüss. Adios. Ciao. Bye, bye.